Bhisrakasana ist ein Asana, welches in den klassischen Hatha-Yoga-Texten erwähnt wird. Gib die Zehenspitzen auf den Boden und gib die Fußsohlen zusammen und setze dich auf die Fersen, die Knie auseinander. Dann gib die Handflächen zusammen, mach ein Loch in den Handflächen, indem du die Hände leicht auseinander gibst, und gib dann die Daumen unter die Zähne und schließe die Nase. Dann schaue beständig zur Nasenspitze hin und atme gleichmäßig ein und aus. Diese Stellung hilft der Verdauung, sie hilft auch Husten und Fieber zu überwinden nach den Aussagen der klassischen Hatha-Yoga-Schriften. Es heißt auch, wenn du mal zu viel gegessen hast, dann nimm diese Stellung ein und dann kannst du gut verdauen. Diese Stellung wird auch genannt Bhisrarikasana und sie wird statt nur Bhisrariasana kann sie auch Bhisrakasana bezeichnet werden und Bhisrarikasana. Die Stellung ist ähnlich wie Sutradanda und auch wie Mishrikasana. Wenn du mehr wissen willst, dann schaue auch nach in dem Buch von Garota, Encyclopedia of Traditional Asanas oder auch wiki.yoga-vidya.de. Da erfährst du jeweils auch, in welchen klassischen Texten dieses Asana oder auch alle anderen Asanas, die ich bespreche, erwähnt werden. Wenn es dir gefallen hat, klick doch schnell auf Daumen hoch, gefällt mir, und wenn du Fragen hast, schreib's in die Kommentare. Fabian Durgadas und Sukadev, Durgadas ist der hinter der Kamera, den siehst du nicht, danken dir fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Wir sind von www.yoga-vidya.de.